Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen hier 500 Gramm Schweinegehacktes. Darauf geben wir dann ein bisschen Gewürzsalz, schwarzen Pfeffer, eine kleingeschnittene Knoblauchzehe, eine kleingeschnittene Zwiebel, eine ganze kleingeschnittene Paprika, einen ordentlichen Schuss Worcestersoße, etwas Cheddar-Käse. Jetzt vermengen wir das Ganze grob. So. Und jetzt können wir uns unseren Hähnchen widmen. Hier, das habe ich ordentlich sauber gemacht. Und jetzt nehmen wir erstmal hier eine ordentliche Handvoll Salz und verteilen das Ganze im Inneren des Hähnchens. Dann reiben wir das Hähnchen nochmal ordentlich mit Salz von außen ein. So, und jetzt fangen wir hier an, unsere Mettmischung in den Vogel hineinzustopfen. So, einmal hier alles richtig schön reindrücken. Also der Vogel, der verkraftet was. Hier kriegt man die 500 Gramm mit ohne Probleme rein. So, von der anderen Seite auch was rein. So, ja, okay, ist noch ein bisschen was auf dem Teller, aber unser Vogel ist jetzt erstmal gefüllt. Ja, und jetzt können wir das Ganze auf den Grill schmeißen. Ich nehme hier wieder einen kleinen Schamottstein, den lege ich auf den Grill. Dann kommt hier unsere Schale drauf. Ja, und jetzt hier das Hähnchen. Ich habe das nochmal auf so einen kleinen Auffanggitter gelegt, dass es halt nicht so den direkten Kontakt zum Grill hat. Jetzt nehme ich hier so einen Temperaturfühler, pack den mal hier in das Hähnchen rein. Dann schalten wir mal den Grill auf die niedrigste Stufe runter, starten das Thermometer. Und nach einer Stunde sieht dann unser Hähnchen so aus. Jetzt nehmen wir hier etwas Sojasauce, die ich mit Wasser verdünnt habe, und pinseln dann das Hähnchen von außen einmal richtig gut ein. Dann schließen wir den Deckel für weitere 30 Minuten und wiederholen das nochmal hier mit der Sojasauce. Richtig schön einpinseln und dann schließen wir den Deckel nochmal für eine halbe Stunde. So, eine halbe Stunde später wird das nochmal wiederholt. So, 10 Minuten später pinseln wir das Ganze nochmal ein. Und weitere 10 Minuten später wiederholen wir das Ganze noch einmal. Also das Hähnchen war jetzt insgesamt 2 Stunden und 20 Minuten auf dem Grill. Und 10 Minuten später, also unser Thermometer hat sich schon total verabschiedet, das spinnt total, das zeigt ganz, ganz komische Werte an. Naja, jedenfalls nach weiteren 10 Minuten pinseln wir das Ganze dann nochmal ein, schließen den Deckel nochmal und 10 weitere Minuten später wird das Ganze nochmal eingepinselt. So, also das haben wir jetzt ja ein paar Mal hier eingepinselt und insgesamt war jetzt das Hähnchen circa 3 Stunden auf dem Grill und ist jetzt eigentlich so fertig. Ich nehme mal hier eben das Thermometer raus, pack mal eben das Hähnchen vom Grill und Schamottstein weg und jetzt nehmen wir hier einmal das ganze Hähnchen und packen das nochmal auf den Grill. Also ich habe jetzt hier den Grill auch auf höchster Stufe gestellt und wir pinseln das nochmal ein und schließen den Deckel für circa 5 Minuten. Und nach 5 Minuten drehen wir mal hier unser Hähnchen auf die andere Seite. Wie man sieht, wird das Ganze richtig schön kross. Und natürlich noch einmal einpinseln und ja, nach circa 3 Stunden und 10 Minuten insgesamt auf dem Grill wenden wir das Hähnchen nochmal, pinseln wir das nochmal ein bisschen mit der Sojasauce ein, dann wird der Deckel nochmal zugemacht für 5 Minuten. So, und wir drehen unser Hähnchen nochmal auf die andere Seite, wieder ein bisschen mit der Sojasauce einpinseln. Und nochmal den Deckel zumachen für 5 Minuten. Ja, das sieht schon richtig lecker aus. Ne?
wirklich richtig gut knusprig ist das geworden. Ja, und fängt auch schon fast an zu zerfallen. Ja, unsere Füllung, die sieht auch gut aus. Also ich würde sagen, das ist fertig. Ich drehe es jetzt nur noch hier einmal auf die Seite. Ja, halt das Ganze dabei auch fest, damit es nicht umkippt. Oh, das klappt so. Ist ja super. So, jetzt pinsel ich das nochmal ein und lasse das jetzt hier auch nochmal kurz von der Seite anbraten. Also wirklich nur ganz kurz. Jetzt drehe ich das Ganze auch nochmal um von der anderen Seite. Ja, und ich finde, das sieht jetzt richtig schön lecker aus. Ja, ich würde sagen, das Hähnchen, das ist fertig. Ich drücke das jetzt hier nochmal an, sodass das auch noch richtig schön knusprig von der anderen Seite wird. Ja, und so sieht dann unser fertiges Hähnchen vom Grill aus. So, nehmen wir das mal in die Küche und fangen das mal an, hier aufzuschneiden. So, oh, das riecht richtig, richtig toll und sieht auch richtig lecker aus. Ja, jetzt nehme ich mal hier so eine Geflügelschere, schneide das Ganze auf. Wie man sieht, ja, da ist noch richtig gut am Dampfen. Ich schneide mal für euch die Füllung an. Also da ist nichts zu trocken, die ist richtig schön saftig. Ja, und ich würde sagen, die Füllung ist richtig gut. Hier nochmal das Hähnchen. Also wie man sieht, da ist auch nichts trocken. Ja, es ist richtig schön saftig. Und das Wichtigste ist hier die Pelle, die ist richtig schön knusprig. Ja, da wünsche ich guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ja, ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben für das Video tierisch freuen, um nochmal auf das Thermometer zurückzukommen, was ich da getestet habe. Also das war ein absoluter Griff ins Klo. Das hat sich direkt nach 90 Minuten verabschiedet, hat ganz, ganz komische Temperaturwerte angezeigt und darum bin ich nachher auch nicht mehr in dem Video so genau auf das Thermometer eingegangen. Also als Tipp, ich will jetzt keine Namen nennen, aber man kann sich das ja anschauen. Das ist ja kurz im Bild zu sehen, welches ich benutzt habe. Also es lohnt sich nicht. Wer billig kauft, kauft immer zweimal. Naja, jedenfalls würde ich mich freuen für einen Daumen nach oben. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen mit diesen super knusprigen, gefüllten Metthähnchen. Also bis demnächst. Ciao.